hallo Berlin, hallo ihr alle aus allen Teilen Deutschlands. Ich hab den Auftrag gekriegt, ein paar Worte zum Thema Aufklärung zu sagen oder Aufarbeitung zu sagen. Warum soll ich über Aufarbeitung reden? Diese Frage hat gerade eine Journalistin vom SWR, als wir hier diese improvisierte Pressekonferenz haben, da hat die Journalistin vom SWR, Herrn Ballweg, gefragt, ja, warum wollen Sie eigentlich Aufarbeitung? Was wollen Sie eigentlich aufarbeiten? Da Michael ja die Antwort gegeben hat, möchte ich hier meine Antwort nochmal auf der Bühne geben. Ich würde der Kollegin vom SWR sagen, fragen Sie doch mal Paul Schreier. Fragen Sie Aya Velasquez. Fragen Sie Dr. Christian Haffner. Fragen Sie diejenigen, die als Journalisten nicht der Leitmedien oder des Mainstreams, wie auch immer man es bezeichnen mag, sondern als freie Journalisten, die nicht staatliches Geld kriegen, sondern die frei arbeiten müssen, die sehen müssen, wie sie sich selbst finanzieren. Fragen Sie diese Kollegen, Journalistenkollegen mal, was Aufarbeitung bedeutet. Aufarbeitung bedeutet als erstes Mal nachzufragen. Nicht einfach nur abzunicken, sondern nachzufragen. Und das haben diese Kollegen gemacht. Und diese Kollegen haben die Protokolle des Robert-Koch-Instituts, des Corona-Krisenstabs, teilweise freigeklagt, teilweise über Leaks bekommen. Und liebe Journalistin vom SWR, falls Sie es nicht mitbekommen haben, wir haben die massivsten Eingriffe in die Grundrechte der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg hinter uns. Und wenn Sie dann fragen, was müssen wir eigentlich aufarbeiten, dann wundere ich mich nicht, dass wir diese Jahre hinter uns haben, denn die Journalisten, die eigentlich die Aufgabe haben, als vierte Gewalt gegebenenfalls einzuschreiten, als vierte Gewalt nachzufragen, haben komplett versagt und dass hier keine Aufarbeitung gewünscht ist. Dass hier keine Aufarbeitung gewünscht ist, ist ja nachvollziehbar. Und Aufarbeitung wäre ja auch eine politische Aufarbeitung. Aufarbeitung würde ja bedeuten, einen Untersuchungsausschuss zu machen, eine Enquete-Kommission. Ihr seht ja, wie schwer sich die Politiker damit tun, aufzuarbeiten. Aber auch das ist natürlich nachvollziehbar. Warum sollten die Täter selbst ihre Taten aufklären? Herr Ludwig, wie empfinden Sie heute die Stimmung bei diesem... Na, das ist eigentlich die typische Querdenkerstimmung, wenn Michael Ballweg eine Demonstration organisiert. Sehr friedlich, sehr spirituell auch. Also man spürt die Kraft und man spürt die Energie und man spürt, dass die Menschen was verändern wollen und dass sie bereit sind, was zu verändern. Und also das habe ich bisher eigentlich nur bei diesen Großdemonstrationen in Berlin so gespürt, wie heute auch wieder. Es ist phänomenal, finde ich. Herr Sönnigsen hat gemeint, man müsse die Regierung stürzen. Das meinte er natürlich jetzt nicht als Aufforderung. Aber wo stehen Sie jetzt und woher nehmen Sie persönlich auch die Kraft, was ja viele Menschen, auch die heute mit dabei sind, das Problem haben, weiterzumachen? Also zunächst einmal ist das für mich gar keine Kraft. Es besteht für mich ja gar keine Alternative dazu. Also ich habe eine Tochter und ich möchte, dass meine Tochter in der Freiheit auflebt, in der Freiheit aufwächst, die ich gedacht habe zu haben, als ich jung war. Also in meiner Zeit, ich kenne ja nun auch noch die alte Bundesrepublik, also zu Zeiten der Mauer, der DDR und der BRD und in der alten Bundesrepublik, in der ich aufgewachsen bin, in der Bonner Republik, war eben immer noch so dieses Gefühl, man ist frei, man kann machen, was man möchte. Und das hat sich eigentlich immer weiter verschärft seit der Wiedervereinigung. Die Politik hat sich immer weiter verschärft, die Politik ist immer mehr oder die Politiker und staatliche Institutionen sind immer mehr in das Leben der Menschen eingedrungen. Jeder Hartz-IV-Empfänger kann ein Lied davon singen, wie es ist, wenn der Staat alles kontrollieren will. Und das will ich nicht, in so einer Welt will ich nicht leben. Ich möchte nicht, dass meine Tochter in einer solchen Welt lebt und deswegen gibt es keine Alternative dazu. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so ein großer Kraftaufwand, sondern es fühlt sich für mich völlig normal an.
Wir haben heute auch das Thema gehabt der Rehabilitierung. Wir haben noch Kameraden, die nach wie vor der Haft stehen, die aber nicht nur 30 Tage oder 40 Tage wie jetzt der Jan Reiners, sondern teilweise bis zu einem halben Jahr, weil die Summen höher sind. Die Summen sind im Norden Deutschland niedriger, die Tagessätze, als zum Beispiel in Bayern. Wie empfinden Sie diese Forderung auch der Rehabilitierung jetzt auch unter Gesichtspunkt der Corona-Protokolle? Naja, die Corona-Protokolle machen es ja sehr offensichtlich. Sie machen ja sehr offensichtlich, dass es politische Entscheidungen waren und keine wissenschaftlichen Entscheidungen. Ich bin relativ gespannt, weil wir haben jetzt tatsächlich im Winter oder Herbst-Winter die ersten Verfahren, wo es tatsächlich um die Aufarbeitung der ersten Verordnungen geht, unter Beachtung der Kenntnis der Corona-Protokolle. Da bin ich sehr gespannt, ob die Gerichte, und es scheint zumindest so zu sein, also ich kann das aus eigenen Verfahren sagen, noch bis vor kurzem haben die Gerichte immer gesagt, nehmen Sie doch Ihre Verfahren zurück, es macht doch eh keinen Sinn, es ist doch alles schon durchentschieden, die Lockdowns waren in Ordnung und Masken waren in Ordnung und so weiter. Und jetzt sind ja die Corona-Protokolle da und jetzt habe ich gesagt, Moment, ich werde alle diese Corona-Protokolle einbringen und dann werden wir nochmal überprüfen, ob das, was passiert ist, tatsächlich eine wissenschaftlich evidente Basis hat oder nicht. Und jetzt hat erstmalig der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg, das Land Baden-Württemberg, aufgefordert, nachzuweisen, woher sie die Informationen durch das RKI hatten, weil ich gesagt habe, es reicht nicht aus, dass die auf die Webseite vom RKI verweisen oder auf irgendwelche Zeitungsberichte, sondern ich will konkret wissen, welcher Wissenschaftler hat mit welcher Evidenz welche Informationen an das jeweilige Bundesland weitergegeben. Und was passiert? Das Land Baden-Württemberg hat jetzt eine Fristverlängerung beantragt, weil sie es natürlich nicht haben. Und es wird sehr spannend. Also jetzt geht eigentlich die spannende Arbeit los. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte auch dem Soldaten, der geklagt hatte, jetzt am 28. 29. Mai war die Verhandlung, einen Kuhhandel anbieten wollen und er hat aber weitergemacht. Und dabei ist herausgekommen, dass der Richter nicht mal das Urteil als Original oder Kopie von der AKK, deren letzten Amtshandlung damals die Duldungspflicht war, vorliegen hatte. Und er hatte auch nur ein geschwärztes Protokoll von diesem medizinischen Rat, von dem Wehrrat, daraufhin wurde dann ad nunc die Duldungspflicht erstmal abgesetzt. Wie empfinden Sie das, wenn Sie hören, dass Richter mit geschwärzten Unterlagen oder nicht vorhandenen Unterlagen oder RKI-Entscheidungen dann auch Urteile fällen müssen und auch dort wurde das jetzt alles nochmal vertagt? Ja, das ist unser täglich Brot als Anwalt. Das ist jetzt gar nichts Auffälliges. Wir hatten ein Narrativ, gerade bei Corona, wir hatten ein bestimmtes Narrativ und dieses Narrativ, genau wie der Lothar Wieler das gesagt hat, durfte nicht hinterfragt werden. Ja, diese Regeln dürfen nicht hinterfragt werden. Und das haben die Gerichte auch nicht gemacht. Es ist der Job der Gerichte zu hinterfragen und sie haben es nicht gemacht. Aber das erleben wir häufiger. Also es ist so häufig, dass ich habe zum Beispiel Kesselverfahren gemacht, wo Leute eingekesselt waren und da sind Leute reihenweise verurteilt worden. Dann wurde ich dazugeholt und habe dann gesehen, dass der Bescheid, um den es geht, schon falsch war. Das heißt also, die haben gekesselt in einem Bereich, wo Leute zum Beispiel sich versammeln durften. Das haben die Richter alles überlesen. Die haben einfach nur von der Behörde gehört, die durften da nicht, deswegen haben wir eingekesselt und haben reihenweise verurteilt. Also das ist für uns Anwälte eigentlich täglich Brot und das kriegen wir ständig mit, dass die Richter quasi ihren Job, die Sachen zu überprüfen, genau reinzugehen. Jetzt gerade war ich in München, habe ein Strafverfahren wegen möglicher Beleidigung. Da ist gar kein Strafantrag in der Akte. Das heißt, die Grundvoraussetzung, überhaupt ein Verfahren zu eröffnen, ist ein Strafantrag, jedenfalls bei Antragsdelikten, das ist gar nicht in der Akte. Und der Richter war dann völlig aufgeregt und sagte dann umgekehrt zu mir, ja, wieso sagen Sie mir das erst jetzt? Wieso haben Sie mir das nicht vorher gesagt? Es ist sein Job. Er muss das Ding erstmal überprüfen. Daran sehen wir aber, die Richter lesen die Akten gar nicht, sondern die haben für sich im Kopf schon eine Vorgabe, ein Ziel, was sie erreichen wollen. Und das wird auf Teufel komm raus verfolgt, egal ob da Argumente dagegen sprechen oder nicht. Und das haben wir natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit noch viel verstärkter erlebt. Und was wäre jetzt quasi Ihre Forderung, auch aufgrund von diesen RKI-Protokollen? Müsste da nicht ein sofortiger Impfstopp kommen? Weil wir hätten ja dann diese ganzen Revisions- bzw. Entschädigungsverfahren und so weiter und so fort. Also können Sie vielleicht dazu noch mal was sagen, dass ich ja jetzt mit dem Wissen, jeder, der jetzt auch noch meinetwegen impft,
gentherapiert. Mit dem Wissen jetzt, was wäre da Ihre Forderung oder Ihr wachsames Motto? Naja, also das sind ja ganz viele Dinge, die abgewickelt werden müssen. Es ist ja nicht nur die Impfung. Wir haben ja Gott sei Dank, jedenfalls was mRNA betrifft, gerade keine Impfpflicht, keine einrichtungsbezogene, sondern auch die Impfpflicht bei der Bundeswehr ist ja aufgehoben. Wir haben natürlich noch Soldaten, die verurteilt werden. Das ist ja das. Also, und wir haben auch immer noch Ärzte, die verurteilt werden. Wir haben auch immer noch Leute, die Bußgeldverfahren haben, weil sie sich an die Regeln nicht gehalten haben. Das ist was anderes. Aber wir haben erstmal jetzt aktuell keine Pflicht. Das ist schon mal gut, aber das reicht ja nicht aus. Ja, wir haben auch nur eine ausgesetzte Wehrpflicht. Ne? Wenn wir über den Krieg nachdenken, müssen auch viele Menschen darüber nachdenken. Genau, naja, so wird es dann halt. Warum machen Sie das? Weil Sie die Kosten nicht tragen wollen von dem Verfahren. Also das ist alles natürlich immer verschönend. Ich bin relativ sicher, dass die Duldungspflicht nie wieder in Kraft gesetzt wird. Man versucht es natürlich auf diese Art und Weise. Aber genau, wir haben ja verschiedene Perspektiven. Wir haben diejenigen, die schon verurteilt sind. Die müssen natürlich rehabilitiert und entschädigt werden. Diejenigen, die im Gefängnis waren, da ist es natürlich schwieriger, weil die Zeit im Gefängnis kann man nicht rückabwickeln. Die ist halt passiert. Wir haben halt immer noch Konsequenzen daraus. Und diese Konsequenzen müssen wir natürlich angehen. Also es ist ein riesengroßer Reformbedarf. Wir müssen, wie gesagt, vieles rückabwickeln. Wir müssen aber auch eben insofern reformieren, als dass wir in Zukunft es nicht mehr zulassen dürfen, dass so einfach sich aufgrund eines falschen Narrativs, der politisch durchgesetzt wird, was ja die RKI-Protokolle eindeutig sagen, was wir die ganze Zeit gesagt haben, was wir ja wussten, es wird politisch durchgesetzt, dass die Politik die Macht hat, mit Menschen so umzugehen. Weil das ist kein demokratisches Land, das ist kein rechtsstaatliches Land. Wir brauchen andere Strukturen. Und diese Strukturen, Sie hatten ja vorhin den Professor Sönnigsen angesprochen, aus meiner Sicht muss nicht die Regierung gestürzt werden. Weil wenn die Regierung gestürzt wird, kommt die nächste Regierung. Und wenn die dann gestürzt wird, die nächste. Wir brauchen nicht den Sturz einer Regierung, sondern wir brauchen die Einführung eines Systems, in dem die Menschen am Ende das Sagen haben, in dem wir die Regierung kontrollieren und in dem wir jederzeit die Regierung zur Ordnung rufen können und sagen können, so geht's nicht und wir wollen das nicht als Menschen in diesem Land. Das ist übrigens auch der Begriff von Souveränität. Das ist das Entscheidende und das ist das, was wir jetzt in der Aufarbeitung machen müssen, aber der Prozess startet jetzt. Und jetzt sind wir so langsam in der Phase, wo die Dinge, die wir schon die ganze Zeit gesagt haben, eben beleghaft nachgewiesen werden. Wir haben das ja gespürt, wir haben viele Indizien dafür gehabt und jetzt wird es immer weiter belegt. Und jetzt ist dann die Zeit gekommen, Dinge zu verändern. Bevor die geschwärzten RKI-Protokolle vorlagen, wurden sie geweißt. Also sind Namen verschwunden in den Metadaten, ist wohl anscheinend zu sehen, dass da doch der eine oder andere Name, wenn man sich noch erinnert, ein Herr General Baumgärtner, auch er war mit dabei, hat sich ja auch wahrscheinlich intern, gab es ja auch diverse internen oder auch externe Bundeswehr-Veröffentlichungen, wo die gesagt haben, was sie tun, aber sie kamen nicht vor. Letztendlich hilft es, so wie damals, mit den Husis und den Tutsi, mit dieser Wahrheit-Kommission, wäre das eine Idee, dass man die Spaltung der Gesellschaft, weil jetzt sind es ja wie zwei Kinder, die nicht zusammenkommen können, weil das Wasser zu tief ist, dass wir darüber hinaus mit der Wahrheitskommission eine einfachere Brücke haben, so wie mit den Husis und den Tutsi. Also es ist erstmal, glaube ich, die Aufgabe der Menschen, das zu organisieren. Und es muss ja nicht eine zentrale Organisation sein oder zentral organisiert. Zunächst einmal können die Menschen das ja alle vor Ort organisieren, selber machen. Die müssen miteinander ins Gespräch kommen. Es ist ja auch im Wesentlichen im Nahbereich, wo diese Dinge passiert sind, die Erfahrungen, die man da hatte, ne? Dass man zum Beispiel die Kinder in die Schule bringen wollte und die mussten getestet werden, mussten Masken tragen, da gab es die Auseinandersetzung mit anderen Eltern, mit Lehrern am Arbeitsplatz, natürlich auch in der Familie, dass teilweise Leute nicht eingeladen wurden zu feiern, Familienfeiern. Diese Dinge müssen natürlich aufgearbeitet werden und die Traumatisierung, die entstanden ist, muss enttraumatisiert werden. Ich werde ja ab morgen durch Sachsen, Thüringen und Brandenburg fahren und ich habe zwei Konzepte dabei und witzigerweise, ich spreche das gerade an, ein Teil davon ist, ich werde tatsächlich mit den Menschen, ich habe ein Wohnmobil, wo groß ZAAF draufsteht, also unser Zentrum für Aufarbeitung, und ich werde
in die Städte fahren, ich hole dann meine Flipchart raus, habe ein Headset, ein Handmikrofon und werde dann mit den Menschen auf der Straße sprechen. Wir schreiben ein Thema auf, also zum Beispiel Corona-Aufarbeitung oder zum Beispiel die Frage, wie soll die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein? Irgendeine wichtige politische Frage. Und dann werde ich mit den Menschen darüber konsensieren. Das heißt, ich werde mit den Menschen genau darüber reden und jeder, der da ist, kann sagen, was er will. Jeder kann seine Lösung anbieten. Ja, es gibt keine extreme Lösung oder radikale Lösung, sondern jede Lösung ist erstmal gleichwertig, gleichwürdig. Und dann fangen wir an, darüber nicht abzustimmen, sondern zu konsensieren, wie groß. Die Frage ist immer, wie groß ist dein Widerstand gegen diese Antwort auf die Frage? Wie groß ist dein Widerstand gegen diese Antwort auf die Frage? Also nicht, bist du dafür oder dagegen, sondern spür in dich rein, was fühlst du eigentlich, wenn du diese Antwort hörst? Und das ist schon so ein bisschen Aufarbeitung mit den Menschen. Und da ist mir auch völlig egal, wer da kommt und was die sagen. Also die können politisch, ist völlig egal. Und dann werde ich die Frage stellen, so, jetzt haben wir hier eine Lösung gefunden. Wir finden nämlich eine Lösung. Und dann werde ich fragen, so, und wer entscheidet eigentlich darüber? Und das ist die entscheidende Frage. Wer entscheidet eigentlich darüber? Wir haben eine tolle Lösung als Menschen jetzt hier, die zusammengekommen sind, gefunden, und würden diese Lösung gerne umsetzen. Und dann sagen die, ja, du musst zu deinem Politiker gehen und bitte, bitte machen. Oder musst vielleicht zur Presse gehen, ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ARD, ZDF und fragen, bringt mal einen Beitrag darüber und so weiter. Und das kann ja nicht die Antwort sein, sondern die Antwort muss sein, das, was wir Menschen auf diese Art und Weise entwickeln, das wollen wir auch als Gesellschaft leben. Und das ist der Versuch, den ich mache. Ich fahre, wie gesagt, morgen los. Erstmal geht es nach Sachsen-Thüringen, ab 2. September nach Brandenburg. Vielleicht sehen wir uns ja dann nochmal. Und das ist das, was ich den Menschen sagen will, dass die Lösung ist, glaube ich, gib deine Macht nicht ab, gib deine Macht über dich und dein Leben nicht an andere ab, sondern behalte es immer bei dir und organisier dich, dass du deine Entscheidungen treffen kannst, auch mit den anderen. Das ist stark und ich glaube, das kriegen wir hin und das ist so meine Herangehensweise und ich weiß, dass viele noch andere Sachen machen und das wünsche ich mir, dass viele solche Initiativen machen und versuchen eben so dann wieder die Brücken zu bauen. Und früher oder später...